In diesem strategischen Kartenspiel entscheiden Kreativität und Köpfchen über deinen Erfolg. Der Sieg hängt von einer einzigen Frage ab. Was wirst du tun? Willkommen zu Legends of Runeterra. Und hier sind die Champions. Champions ziehen als einige der mächtigsten Karten in den Kampf. Ich führe uns zum Sieg! Und jeder besitzt eine einzigartige Mechanik, durch die er noch stärker wird. Sie entfalten ihr volles Potenzial, wenn du geschickt vorgehst und die richtigen Gelegenheiten nutzt. Wenn deine Strategie aufgeht, kannst du das Spiel für dich entscheiden. Vernichte deine Gegner mit neuen Fähigkeiten. Hasegi! Dreh mit einer unerwarteten Combo den Spieß um. Sie waren klar unterlegen. Brich alle Regeln und entdecke neue Wege zum Sieg. Jeder Champion stammt aus einer Region in Runeterra und hat zahlreiche Verbündete an seiner Seite. Brauchst du mehr Soldaten für deine Armee, ist Demacia bereit. Willst du aggressiv zuschlagen, sind die Krieger aus Noxus Legion. Suchst du nach den hartnäckigsten Überlebenskünstlern, liegst du mit Freljord genau richtig. Jede Region hat ihren eigenen Stil und bietet verschiedene strategische Vorteile. Innovative Spieler kombinieren Karten aus zwei Regionen, um beide ihrer Stärken einzusetzen. Wende dich an Ionia, wenn du Agilität und Flexibilität suchst. Piltover und Zaun helfen dir, einen ausgeklügelten Plan zu entwickeln. Und mit den Schatteninseln bringst du Verderben über deine sterblichen Gegner. Viele Wege führen zum Sieg. Wie du dein Deck zusammenstellst, bleibt dir überlassen. Also sei kreativ. Aber es zählt nicht nur, was du spielst, sondern wie du es spielst. In Legends of Runeterra hängt alles von deinen Entscheidungen ab und welche Risiken du eingehst. So läuft das Ganze ab. Jede Runde wechseln die Spieler zwischen Angriff und Abwehr, angezeigt durch Schwert und Schild. Nur ein Spieler kann in einer Runde angreifen, aber beide spielen Karten aus. Das bedeutet, jeder Zug zählt. In Legends of Runeterra handelt ihr abwechselnd. Spielt dein Gegner eine Einheit aus, kannst du als Reaktion beispielsweise einen Champion ausspielen. Das Gleiche gilt natürlich auch für dein Gegenüber, also wähle jede Karte sorgfältig. Bis du wieder an der Reihe bist, kann die Lage auf dem Schlachtfeld wieder ganz anders aussehen. Viele Beine, zu wenig Schnurrbart. Der richtige Moment zum Angriff ist entscheidend. Verstärkst du deine Reihen mit einer Einheit und riskierst, dass der Gegner darauf antworten kann? Oder greifst du direkt an und nimmst das schwächere Ergebnis in Kauf? Manchmal hängt auch alles von den Zaubern ab. Setze Zauber außerhalb des Kampfes oder als Reaktion auf Änderungen ein. Greife zum Beispiel deinen Verbündeten schnell unter die Arme, bevor ein Angriff beginnt. Aber bleib auf der Hut, falls dein Gegner etwas in der Hinterhand hält. Denke bei deinen Kontermöglichkeiten immer daran, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Niemand hat es verdient, gefesselt zu sein. Wenn sich die magischen Manöver ansammeln, nutze das Auge des Orakels für eine Vorhersage, bevor du aufs Ganze gehst. Sobald die Kette aus Aktion und Reaktion vollständig ist, läuft sie ab. Ich habe mein Licht zu lange unter den Scheffel gestellt. Ob Sieg oder Niederlage, jeder Kampf bedeutet Erfahrung und Fortschritt. Entscheide, mit welcher Region du beginnst und welche Karten du freischaltest. Wechsle Regionen, wann immer du willst. Im Lauf der Zeit erhältst du neue Verbündete, Zauber und Champions. Genug für mehrere Decks. Außerdem gibt es Wildcards, die du zu Karten deiner Wahl umtauschen kannst. Keine Ratespiele mehr. Alternativ kannst du deine gesammelten Splitter und gekauften Münzen verwenden, um im Shop Karten zu erstehen. Wie du dir deine Karten holst, liegt ganz bei dir. Einmal pro Woche öffnet sich der Tresor. Experimentiere mit neuen Karten, finde deinen Stil und entwickle deine Strategie. Mit deiner Sammlung wachsen auch deine Möglichkeiten. Und das ist erst der Anfang der Reise.
Bald erwarten dich Expeditionen, auf denen du dein Deck nach und nach zusammenstellst. Schlage so viele Gegner wie möglich mit einem flexiblen Kartenset. Oder beweise dein Können in der Rangliste und finde heraus, wie du gegen die besten Spieler in Runeterra abschneidest. Das Schicksal liegt in deiner Hand. Ob Champions, Kampfstrategien, Regionen oder Reaktionen, jede deiner Entscheidungen bringt dich der Legende ein Stück näher. Okay. Der Falke ist für den Anfang ganz gut. Ist auch ganz gut, fasse Mut. Gewähre einen verletzten Verbündeten +3/+3. Herausfordernder. Also wir haben eine 1, 2, 3er Karte. Was will ich mehr haben? Und wir haben unseren Braum. Schade. Ich hätte Braum eigentlich ganz gerne eine Runde später gezogen. Hätte der vielleicht noch +1/+1 bekommen. Um die Kraft der Flüsse zu gewinnen. So, beendet. Gegner ist dran, der hat +1/+1 bekommen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Du musst keine Angst haben. Ja, das Problem ist, die Elise kann ich halt nicht blocken. Ich habe keine Karte, die +3 Angriff hat. Na, der Klingenmeister. Ich könnte übernächste Runde den Klingenmeister ausspielen. Lass mich kurz demonstrieren. Standhaft bleiben! Aber ich kann zumindest den Einser abwehren. Ohne dabei Schaden zu nehmen. Schon meine Kleinen. Viele Beine. Zu wenig Schnurrbart. Der Orden belohnt die Gläubigen. So. Erst kämpfen wir. Ich will eigentlich mit Braum nur möglichst schnell den Schaden überleben, dass der sich upgradet. Ich hoffe natürlich, dass der Gegner jetzt nicht noch irgendwie einen Spontanzauber hat, aber er hat kein Mana, also kann ich das safe machen. So ein Braum regeneriert sich ja. Jetzt hat er schon 3 Schaden überlebt. Heile eine verbündete Einheit um 3 Punkte beim Ausspielen. Keine Furcht vor dem verborgenen Pfad. Ich gehe deinen Weg allein. Okay. Für die Ehre meines Hauses. Waffen wir Braum. Das wird ein Traum. Lady Elise? Wo seid ihr? Du gibst ein schönes Geschenk ab. Verstecken ist sinnlos. Ja, die kann ich ja nicht blockieren, die nervt mich. Oh nein, 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 nein! Hilfe ist unterwegs! So ist es am besten. Lux, okay. Ich könnte dem Gegner jetzt noch die Möglichkeit geben, mehr Karten auszuspielen, oder ich greife direkt erstmal an. Weil die Karten, die ich ausspiele, die werden sowieso nicht angreifen, ne? Das heißt, ich zeige Ihnen die Tür. Ich ziehe mir mal sein Set ins Feld. Ob sich da jemand einen Snack sucht? Ungarn. Und mach das noch. Okay, blockiert wieder eins später. Set ist weg.
Was war das? Willenloser Narr. Okay, packen wir nochmal die obersten Karten. Vielleicht kriegen wir auch mal bald einen neuen Champion. Ich spare mir lieber die drei Mana und behalte die für den Zauber. Kann ich jederzeit fasse den Mut ausspielen. Was ist das hier? Ja, brillanter Schlag, sofort gehört verbindet in dieser Runde plus 1 plus 1. Beschwöre drei Jungspinnen. Gewehre Spinnenverbündeten plus 1 plus 9. Okay. Kann er machen, weil er hat sowieso nicht genug Platz. Er kriegt nur 2. Ich glaube, ich spiele sogar einen Lux aus, weil die Barriere hat noch. Dann kann ich wirklich so gut verteidigen diese Runde. Ich werde meine Rolle erfüllen. Ich hab Schwung. Du wirst nicht lange leiden. Okay. Lux verteidigt die. Also sie hat ein Schild. Braum verteidigt die. Braum überlebt sowieso alles. Du verteidigst hier. Und ich werde den Einserfalken hier bei dem opfern. Und die hat keinen Angriff, aber die kann ich so blockieren. Die einzige, die ich nicht blockieren kann, ist die hier. Aber er wird die ganze Menge seiner Einheiten verlieren. Aber wir verlieren natürlich dafür auch ein paar Lebenspunkte bei uns. Okay. Nicht ohne nächstes Glück. Wenn du einen verbündeten Beschwörsgewehr mir Herausforderer. Oh, der hat schon ordentlich Buff bekommen anscheinend. So, die Frage ist, ich kann jetzt einen Herausforderer noch ausspielen. Oder ich greife wieder direkt an. Dann hat der Gegner keine Möglichkeit, was auszuspielen. So, das heißt, wir müssen Braum. Du musst Braum verteidigen. Dann greifst du noch an. Und du greifst noch an. Und du greifst noch an. Und du greifst noch an. Und ich gebe Braum sogar plus 1 plus 1, dass er die tötet. Das ist bis jetzt das Deck, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Oder gerade am meisten Spaß macht. Ich liebe Braum. Ich mag den irgendwie richtig gerne. Mit seinem Schild. Ich mach. Und Raum ist auf. So, das heißt, jedes Mal, wenn Braum jetzt Schaden überlebt, kriegen wir einen Dreier mächtigen Poro. Was ganz gut ist. So, und der Gegner hat keine Einheiten auf dem Feld, hat nur 4 Handkarten, die wir auch haben. Aber er hat zumindest keine Einheiten auf dem Feld. Was kommt jetzt? Zauber, dass er Spinnen generiert. Schnell, wenn der Gegner verbindet, die so ein gestorben ist, verursacht 3 Schaden an Gegnern. Was heißt Schnellzauber? Schnell konnte ich noch. Schnell können jederzeit gespielt werden, aber der Gegner kann auf sie reagieren. Okay. Das heißt, ich kann jetzt mit Fasse Mut meine Einheit retten. Und der Schnellzauber wird die nicht zerstören. Und jetzt kann ich noch den ausspielen, der die Karte wieder um 3 Punkte hochhält. Das darf sein. Eine Tasse deiner wärmsten Milch, mein Freund. Wie gesagt, bist du Braum, kriegst du alle Frauen. Ganz einfach. Jetzt ist der Gegner wieder dran. Alpha-Wildklaue, überwältigen. 8 Siegner. Der nächste Zauber.
töte alle Einheiten. Egal, wir haben was Neues. Okay, jetzt sind wir dran. Das Lustige ist, wenn ich jetzt keine Einheiten ausspiele, kann der Gegner aber auch nicht verteidigen. Ich könnte ihn aber auch besiegen wahrscheinlich diese Runde noch, oder? Wobei, die machen bis jetzt eigentlich nur 11 Schaden, das würde nicht ausreichen. Das heißt, ich greife erstmal an. Jetzt kann er halt keine langsamen Zauber spielen, das heißt, diese Massenvernichtung-Zauber wird nicht funktionieren nochmal. Was spielt er für einen Zauber? Es kann zumindest kein langsamer Zauber sein. Ursache anscheinend an angehende Steineinheiten, Teil der Nexus und 3. Das ist nicht komisch. Ich meine, ich kann meine anderen Einheiten auch noch ausspielen, aber die Sache ist, wenn ich eine Karte ausspiele, hat der Gegner eine Möglichkeit, eine Karte auszuspielen. Und das heißt, er könnte halt noch Einheiten ausspielen, wenn ich, glaube ich, nicht direkt angreife. So war das. Warme Herzen und heiße Suppe. Das Dunkel. Stärke in Anmut, Schönheit in der Klinge. Okay. Was machst du? Versuche beim Ausspielen einen Schaden an einer gegnerischen Einheit. Das ist nicht wirklich kritisch. Neuer Zauber. Die Nacht bricht an. Erziehe eine Einheit 3 Leben. Okay. Reden wir über deine Rechnung. Das müsste doch jetzt eigentlich klappen, oder? Der wird den zwar zerstören, aber der greift nicht an, weil blockiert wird. Ja, okay. Die Sache ist nur, ich kann mit den Bleiden halt verhindern, dass der Alpha-Wolf blockiert wird. Schaden bringt mir sowieso nichts. Psst, da ist etwas. Hab dich. Sei nicht hier jetzt noch ein Zauber, der irgendwie so einen Schaden macht. Okay, was zieh ich? Noch eine von denen. Moment, ich will die. Zack, du blockierst die, du blockierst die und du kommst auch noch durch. Okay, Angriff. Wenn er unser Wolf blockiert, kommt der andere noch durch und ich glaube, der wird trotzdem nicht durchkommen, weil wir haben überwältigen, ne? Der überschüssige Schaden wird durchkommen. Das heißt, der kriegt schon mal 6 Schaden und der macht noch 3. Okay. Das Braumdeck ist echt der Traum. Also es gefällt mir wirklich am meisten, aber vielleicht, weil ich auch eher so der defensive Spieler bin, möchte ich fast eher sagen, ne? Ich werde es spielen, ich werde aber wahrscheinlich kein Geld reinstecken. Mal gucken, wie weit ich ohne Geld komme. Das will ich halt gucken. Weil, ja, ich finde es vom Shopping-System her eigentlich relativ toll, dass du dir die Kartendinger kaufst und dann die Karten selber machst. Aber dass zum Beispiel eine legendäre Karte, ein Held oder sowas, kostet... Du kannst für einen Helden eigentlich nur 5 Euro ausgeben. Das ist das Ding, ne? Das ist dieses große Ding. Du kannst, das ist das, was ich wirklich an Riot, das ist das Größte, was ich an Riot hasse. Wenn du dir Münzen kaufst, dann kannst du dir nicht genau gezielt diese 300 Münzen kaufen, sondern du musst dir 500 Münzen kaufen. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel, wenn dir noch ein legendärer Held fehlt, dann musst du da die 5 Euro ausgeben für diesen Champion, für diesen Helden. Aber du kannst nicht weniger ausgeben. Das ist das Ding. Du kannst in dir noch die Kristalle machen,
Also, das ist eine andere Möglichkeit, aber wenn du wirklich einen Champion brauchst, musst du mehr Münzen kaufen, als du wirklich für diesen Champion brauchst. Das ist das Einzige, was ich wirklich an diesem Spiel so ein bisschen kritisieren kann, wobei du kannst dir die Karten halt auch direkt machen, ne? Aber es ist halt die Frage, wie schnell du an Karten rankommst. Das ist dieses Ding. Wie schnell du an Päckchen und alles Mögliche rankommst. Aber ich mag halt dieses Bezahlsystem einfach überhaupt nicht. Weil wenn ich halt einen Champion haben will, dann will ich einen Champion haben und nicht noch irgendwie dann... Weil das verleitet dich, das ist dieses Ding, das verleitet dich halt wirklich immer dazu, noch ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil du denkst, ah okay, ich habe noch 200 Münzen, dann brauche ich doch nur noch 100 Münzen, dann kann ich mir noch einen weiteren Champion machen und dann kaufst du dir nochmal 500 Münzen, sondern dann hast du 700 Münzen, kannst du zwei, aber dann hast du wieder 100 Münzen übrig und das ist halt so dieses Bezahlsystem, ne, das dich immer verleitet, so du siehst, du hast noch einen Rest, du willst die Euro nicht verschwenden, kaufst dann noch mehr. Kein Kaufverlauf. Okay. Ja, also ich werde für dieses Spiel wahrscheinlich kein Geld ausgeben und ich werde spielen, solange es halt Free-to-Play-freundlich gut bleibt. Und ich denke mal, da wird einiges zu bieten haben von den Artworks, von den Styles her. Es ist wirklich ein gutes Kartenspiel. Also wenn man es mal will, kann man es ganz gerne mal ausprobieren. Für viele wird es wahrscheinlich zu kindisch sein oder so. Aber ja, ich finde es eigentlich nicht zu kindisch. Ich finde, es ist wirklich schön gemacht. Kann man nicht meckern. Also da haben sie auf jeden Fall ein bisschen Liebe reingesteckt, ne? Wie gesagt, das einzige Negative finde ich das Bezahlsystem, aber es hat auch seine Vorteile, dass man sich vielleicht die Karten, die man wirklich haben will, direkt craften kann und nicht irgendwie verzichten muss. Aber ja, das war's mit einer Runde Lore. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon so haltet?